Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Have a Look At. Und heute ist es Blitzkrieg 3. Dem Nachfolger der Blitzkrieg-Reihe, demnach natürlich. Ist von den Machern Nival, die, glaube ich, soweit ich weiß, aus Russland kommen. Zumindest so irgendwo aus diesem russischen Bereich da. Und das ist, wie ihr schon seht, ein Echtzeitstrategiespiel. Beziehungsweise ATS-Strategie-Spiel, so, ne? Wie man es kennt von solchen Spielen hier, so Company of Heroes ist ja auch so in der Art. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal, was hier so geht. Ich habe die Vorgänger bestimmt mal gespielt, aber nicht aktiv. Das war wahrscheinlich mal in irgendeiner PC Games oder so, keine Ahnung. Hab's auf jeden Fall nie aktiv gespielt. Aber die Entwickler haben mir ein Exemplar geschickt und demnach danke ich denen auch und schau mir das Spiel mal an. Und zwar, unsere Ziele sind, den Scharfschützen wählen und ihm Befehlen zur Brücke zu gehen. Weg für die Minensucher räumen und die Brückenwache vernichten. Die Übersetzung ist manchmal, also sie ist nicht schlecht, die ist manchmal aber so ganz kleine Fehler, die man irgendwie besser machen könnte, habe ich schon bemerkt, eben in der ganz kurzen Einleitung. Aber ist nicht schlimm. Also, man versteht trotzdem alles. So. Das ist das Tutorial, dass man direkt geworfen wird, wenn man das Spiel startet. Ich habe auch noch nichts gemacht. Es kam so eine ganz kurze Sequenz, wo gesagt wurde irgendwie, hier, die kriegen Verstärkung über die Züge und wir sollen da irgendwas gegen unternehmen. Wahrscheinlich. So. Für die Fortbewegung auf der Karte, blablub. Okay, keine Ahnung. Sie hat schon automatisch geschossen. Können Nummern geben, wie in jedem Strategiespiel, mit STRG und einer Zahl. Habe ich gerade schon getestet. Dann können wir halt mit der Zahl auf die zugreifen. Also normale Standard-Strategiesteuerung. Ist schon mal gut. Also soweit intuitiv, die können wir nicht steuern. Blau bedeutet dann wahrscheinlich NPCs, grün sind wir. Oder ist weiß, aber so ist auch grün. Keine Ahnung. Dann halt weiß und rot sind wahrscheinlich Gegner. So. Achso, das sind die Minensucher wahrscheinlich, ne? Das ergibt Sinn. Und wir räumen denen den Weg als Sniper. Piu! Auch irgendwie hier rüber. Auch das Tutorial, das ist dem noch ein bisschen schlauchig, damit wir das auch lernen. So, Ziel erfüllt, Brückenwache vernichten. Kann man einfach schießen. Jo. Können wir den da auch weg? Nice. Kann ja alles der Sniper hier. Beeilt euch dort mit dem Sprengstoff. Wir können den Zug noch stoppen oder so. Die Deutschen können lange auf ihre Verstärkung warten. Die sind alle abgesoffen. Oh, da wäre ein Panzer gewesen. Das ist natürlich sehr schade. Es tut uns auch sehr leid. Es war ein Unfall. Und derzeit am anderen Flussufer. Diese schönen quietschenden Panzer. Die Roten haben die Lager erobert und die Brücke zerstört. Wir müssen sofort entscheiden, wo wir den Treibstoff für die Fahrzeuge herbekommen. So ein Amerikaner mit Bazookas gesichtet. Also wir spielen jetzt die Deutschen, nehme ich mal an. Man soll mit den Landtruppen den Weg säubern, damit die Panzer da durchfahren können. Und dasselbe aus der anderen Sicht. Ich bin auch wieder Infanterie. Die Panzer folgen uns dann nur, wenn wir alles geregelt haben. So, wir sollen das Haus räumen. Kann das sagen, was, wenn ich die da reinschicke? Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwelche Fähigkeiten? Kann ich pausieren? Leertaste oder so? P. Nee. P schaltet man irgendwas aus.
Ich wollte eigentlich gucken, was wir hier haben. Stürmen des Gebäudes. Die Infanterie wird sich schnell dem Gebäude nähern und seinen Sturm beginnen. Während des Stürmens ist der Beschuss des Gebäudes oder aus dem Gebäude heraus nicht möglich. Okay, so können wir also Gebäude stürmen. Können wir die wieder raus? Können wir einfach gehen? So. Infanterie bestätigt. Dann testen wir das doch mal. Warte mal. Ich wollte das doch testen. Das ist ein Shortcut Q. Kommandant. Einmal bitte das Gebäude stürmen. Gucken wir mal, wie das geschieht. Geht aber ein Squad rein und regelt das. Ja, ich glaube, wir haben es soweit verstanden. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was zeigen hier. Demnach machen wir mal schnell weiter, wenn jetzt toll oder was ist das Ziel? Verteidigung durchbrechen, Treibstofflager erobern. Da brauchen wir hier eigentlich alles auf. Machen wir das doch so. Dann machen wir einfach Panzer vorschicken. Panzer ein bisschen zurück, bisschen Micron hier, öfter da. Muss das zerstören? Ne, erobern. Machen die jetzt, ne? So schwer, wenn ich hier drin stehe. Glückwunsch, Treibstofflager erobert. Der Gegner ist im Anmarsch. Schalten Sie Übergänge um jeden Pro. Mal verteidigen hier. Haubitzenbeschuss. Das können wir natürlich auch probieren, ob man in dem Spiel Infanteristen mit Panzern befahren kann. Ist auch mal interessant zu wissen, ob das geht. Ah, wo kommen sie? Warte mal, ich will das doch mal sehen, so. Versorgung der Unterstützung. 99 von 0. Wir haben wahrscheinlich begrenzte Ressourcen, um das zu benutzen oder so. Wo das Tutorial ist, dürfen wir so viel benutzen, wie wir wollen. So, warte mal. Ich wollte auch noch probieren, ob wir die überfahren können. Nein. Lager unter Kontrolle bringen. Das dürfen wir wahrscheinlich auch bauen, oder? Dürfen wir bauen? Wir dürfen nicht bauen. Schönen guten Tag. Jeronimo Röder, mein Name. Und wir wohnen jetzt hier in dem Lager. Dahin sollte er rein. Nein, die Infanterie! Ja. Lauf doch mal erleben. Trainingskampf, Sieg. Bisschen abrupt, aber. Es gibt auch eine Mehrspielerkampagne. Historische Schlachten. Unterstützung kontaktieren. Achso, das ist wahrscheinlich Support. Klingt ein bisschen komisch. Und Autoren sind wahrscheinlich Credits. Ich sag ja, Übersetzung ist so ein bisschen
Komisch manchmal, aber man versteht ja trotzdem meistens, was gemeint ist. Gucken wir mal, was mit Mehrspielerkampagne gemeint ist. Wähle eine Kriegspartei. Deutsche, Amerikaner oder die Sowjets? Nehmen wir ruhig mal die Deutschen, oder? Oh, die Deutschen spielen, wir spielen die Deutschen. So, wie läuft das jetzt hier? So wie ein Social Game. Willkommen auf dem Stützpunkt. Nachdem wir den Widerstand des Feindes gebrochen haben, konnten wir diesen Platz für uns einnehmen. Tipps zum Spiel erhalten Sie, bla bla. Infanterie vom Level 1 kaufen. Zahlen mit Treibstoff. Was ist das hier? Muss ich irgendwie auswählen, meine Stärke oder? Das kommt wahrscheinlich gleich noch. Fabrik des ersten Levels kaufen. Fabrik. Fabrik. Ist denn eine Fabrik? Panzerfabrik. Für 140 von dem haben wir noch, genau. Dann stellen wir sie in der Deck. Eine Offensive ohne Panzer ist zum Scheitern verurteilt. Daher kaufen wir uns einen Panzer. Der 900. Wer ist denn die Rohstoffe eigentlich? Treibstoff und Material. Materiallager und Treibstofflager verbessern. Also gerade sieht es noch so ein bisschen aus wie so ein Social Game, ne? Was ist die da? Ja. Hauptquartier auf zwei Panzer, das ist, das überhaupt das? Was ist das bauen? Treibstofflager. Kann ich nämlich so verbessern. Besserung bringt mehr Lagerkapazität und bessere Produktion. Wo ist das andere Ding? Das da? Ja. Im ersten Kampf siegen. Ups. Müssen die euch noch meinen Trupp erst auswählen? Boah, das ist so schnell an sich, wo ich produzieren kann. Das ist, keine Ahnung, meine Armee. Die ich noch irgendwie aber nicht auswählen kann. Und die ist automatisch ausgewählt, aber ob es dann 0 oder wäre das. Wie viel Platz noch wäre, wenn die nicht ausgewählt sind? Egal. Wir greifen einfach. Also jetzt darf ich, okay. Kann man auch doppelklicken oder drag and droppen. Autowiederherstellung von Truppen. Eingreifen. Eingreifen ist auch so ein komisches Wort. Hinterhalt an der Brücke. Na, Gewinn kriegen wir das hier, oder was? Nehme ich jetzt mal an, das wahrscheinlich, wenn man Ranked spielt, oder so. Kriege ich dann jetzt einen menschlichen Spieler zugewiesen? Obwohl, kann sein, das ist ja, ich habe gelesen auf der Homepage, dass irgendwie asymmetrisches Multiplayer ist. Was dann auch dieses, diesen Social Game Feature erklären würde. Dieses Feature. Dann nehmen wir mal den Kontrollpunkt ein, oder? Ich halte das nicht mehr aus, Kommandant. Warte auf, ich will nach Hause. Ja, Kommandant. Kann auch wahrscheinlich nicht aber hier durchs Wasser gehen, ne? Wir müssen über die Brücke. Ups. Unterhalt. So, kann ich die jetzt überfahren hier? Kann ich nicht. Das ist Munitionsverschwendung. Jawohl. Kümmer mich drum.
Danke, ich brauche keine Hilfe. Ne, eigentlich irgendwelche Fähigkeiten jetzt? Nö. Panzer auch nicht. Das heißt wahrscheinlich, sie sind außer Sicht oder so. So wie die gerade. Was heißen die Dinger da? Oder ist das irgendwas, was man looten kann? Und ne, es sind Häuser wahrscheinlich. Ja, es sind Häuser. Los, los, los! Los, los, los! Bereit für den Vorstoß! Macho dabei! Für den Sieg! Los, los, los! Ja, Kommandant! Piu, 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 piu. Ich frisst der Panzer ganz schön, oder? Tog, dem Haus regeln. War der dem Haus im Tod? Huch! Was ist das denn geschehen? Der auch tot? Nö. Genau zwischen die Augen. Okay, schon mal rauskommen. Los, los, los! Dir auch. Hier. So, und dann gehen wir jetzt über die Brücke. Kümmer mich drum. Bestimmt nicht explodiert. Kümmer mich drum. Betonbefestigungsanlagen können leicht vom Panzer zerstört werden. Hier bestätigt. Wie wär's? Da kann ich nicht durchschießen. Welche Bunker. Aua. Jawohl. Verstanden. Attacke. Die Panzerung ist zu dick. Verstanden. Das ist Munitionsverschwendung. Ich bin Elektro dabei. Da kann ich nicht durchschießen. Bereit. Verstanden. Ich bin verwundet. Das ist Munitionsverschwendung. Alle Truppen sind da raus, wir können das jetzt einnehmen, aber wir müssen natürlich noch was killen. Das ist Munitionsverschwendung, dass wir auf die Infanterie schießen, oder? Scheiß Deserteure hier. Jetzt feuer da nochmal drauf, Mann. Ja. Jetzt alle rein da. Ressourcen kann ich hier jetzt holen, oder? Ihre Befehle? Verstanden. Oh, kann ich ein paar mehr holen. So, das sind ja Material und Ressourcen. Ja, Material und Treibstoff. Lager erobert. Kampf beenden. Je besser, umso mehr Ressourcen. Okay. Und Ressourcen, um das Hauptquartier zu verbessern. Dreier Bonus, warum auch immer. Weil ich es kann. Die habe ich jetzt verloren, oder was? Wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir gleich neu bauen. Nachdem wir das Hauptquartier geupgradet haben. Immerhin brauchst du zumindest keine Zeit. Also man kriegt die Ressourcen einfach nur durch Spiele und man kann sie auch instant verbrauchen. Das ist ja schon mal ganz gut. Ingenieursbiergarde. Das habe ich schon Brigade heißt. Eine Biergarde wäre aber auch cool. Und wozu gehört ihr bei der Armee? Ich gehöre zur Biergarde. Ich bewache das Bier. So, wo brauche ich die denn hier? Oder ist das ein Gebäude? Oder wie, oder was? B.
Wählen Sie eine Baubrigade aus. Das wähle ich wo aus? Da. Upgrade. Es ermöglicht mir, Kaserne abzugraden, ein Panzergewehr aufzustellen und einen Maschinengewehrbunker. Also es läuft wahrscheinlich so wie... Wie heißt das Spiel von Ubisoft? Da fällt mir gerade der Name nicht ein. Ja, und so. Mighty Quest for Epic Loot heißt das, ne? Das muss ich irgendwie so ein bisschen... Oder wie jedes Mobile-Game hier, Boom Beach und so. Dass man sich irgendwie ein bisschen aufbaut, verteidigt und dann andere Spieler angreift. Könnte auch sein. Werden wir vielleicht noch herausfinden. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen weiter. Ist ja gerade nicht so spannend hier, wie wir einfach immer ein bisschen was upgraden. Und wir sehen uns gleich zurück.